Willkommen bei Abidin, ABD. Jede Woche werde ich hier einen anderen Gast bei mir sitzen haben. Alles rund um Bücher, also sprich Autoren, Agenten und so weiter. Ja, und heute haben wir hier ein Interview mit Abidin, ABD. Und da sie sich ja schlecht selber interviewen kann, übernehme ich das heute. Hallo Abidin. Hallo Kerstin. Wie geht es dir? Danke, gut. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Seidene Küsse, ist im Heine Verlag erschienen, das hast du zusammen mit Jasmin Leheter geschrieben. Ihr seid jetzt mittlerweile bei der vierten Auflage schon. Ja. Und das ist ja ein ganz beachtlicher Erfolg, gerade im Genre Erotik. Ja. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Ja, erklären, es ist halt das, was ich für mich selber so gefunden habe. Erotische Literatur wird ja hauptsächlich im Internet vertrieben, weniger jetzt in Warenhäuser oder in Buchhandlungen gekauft. Und nachdem bei einem der größten Internetbuchhändler gleich so gute Rezensionen drin standen, ich glaube, das war schon hilfreich. Und das Zweite, was ich so für mich noch erklären kann, ist, weil einfach gleich auch die Presse auf uns aufmerksam gemacht wurde und eben unsere, auch die Rezensionen so gut waren, die sie über uns geschrieben haben. Ja, ihr habt ja sehr viel Presse bekommen schon, auch in, also vor allem innerhalb Münchens, aber auch sonst. Ja. Das ist natürlich toll für euch. Ich gratuliere euch. Danke. Hast du schon immer geschrieben oder gab es da einen besonderen Anlass? Nee, also geschrieben im Sinne von Geschichten schreiben? Nein. Geschrieben Tagebücher und was man halt so im Arbeitsleben schreibt. Und ich war immer eine von denen, die gerne Briefe geschrieben haben. Das habe ich geliebt. Aber das Schreiben angefangen habe ich vor 5 Jahren. Mhm. Und ich bin da einfach, ich hab was gesucht, was meinem Leben mehr Spaß bringen könnte, was ich vielleicht für die Zukunft, dass mir das auch in Zukunft was bringt, so dass ich zu meinem Beruf noch so ein Schleckerle habe. Und wusste aber nicht, was das sein könnte. Mhm. Und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und da war es Schreiben. Also es war einfach so da und dann habe ich gedacht, wieso Schreiben? Ich schreibe so. Und dann sind mir aber viele Gründe eingefallen, warum doch. Und dann wollte ich auch sofort anfangen, habe auch angefangen, war aber nicht so der Hau. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss da nur ein bisschen lernen und Und nach dieser Eingebung sozusagen, wie hast du es dann gelernt? Ja, ich habe so geliebäugelt im Internet schon die ganze Weile mit so einem, dass ich ein Fernstudium machen könnte. Mhm. Und das war aber so, dass das noch ein paar Jahre gedauert hat, bis alle Gegebenheiten gepasst haben und dann habe ich angefangen. Mhm. Ja. Das ist ja toll. Ja, jetzt mal zu deinem Buch, zu dem Thema hier, ja. Also wie gesagt, es handelt sich um erotische Kurzgeschichten. Ja. Wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet erotische Kurzgeschichten zu schreiben? Ja, also das Fernstudium, was ich gemacht habe, mein Studienleiter, der meinte, ich hätte ein Händchen für erotische Literatur und ich würde schreiben wie Anna Lin. Das muss man sich mal vorstellen, so nach ein paar Einsendeaufgaben wie Anna Lin. Das hatte schon was. Sehr, sehr ermutigend, ja. Genau, und dann hat er noch gemeint, also sowas wie ich schreibe, das würde in der deutschen Literaturlandschaft noch fehlen. Und ja, dann habe ich natürlich losgelegt. Ja. Du schreibst ja unter Pseudonym. Ja. Wieso hast du ein Pseudonym gewählt? Ja, es gab 2 Gründe, aber einer der Gründe war halt einfach auch, weil ich immer wusste, ich werde sicherlich auch noch was anderes schreiben. Also ich möchte mich auch irgendwann mal an Romane ranwagen. Mhm. Und wenn man in verschiedenen Genres schreibt, dann wollte ich halt für erotische Literatur mir ein Pseudonym zulegen und das war eben Abidin ABD. Mhm. Und wieso brauchst du denn ein Pseudonym, wenn du in anderen Genres schreiben möchtest? Vielleicht möchtest du das kurz erklären? Ja, es ist so. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe ein Buch von Abidin ABD gelesen, da waren erotische Kurzgeschichten drin, die haben mir so gefallen, wenn die wieder ein Buch rausbringt, das hole ich mir. Mhm. So, dann geht der in die Buchhandlung oder wo immer hin und kauft sich wieder ein Buch Abidin ABD. Mhm. Steht zwar Krimi drauf, das juckt ihn aber nicht, weil eigentlich rechnet er ja mit erotischen Kurzgeschichten. Und dann ist er enttäuscht, da ist der Leser enttäuscht. Ja. Und um dem vorzubeugen, als Autor nimmt man eben den Weg, dass man für verschiedene Genres auch verschiedene Namen benutzt. Mhm. Ja, das macht Sinn. Ja.
Ja, Avelina WD ist ja ein Pseudonym, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut passt für eine Danke. Frau, die Erotik schreibt. Wie bist du auf Avelina WD gekommen? Also speziell auf dieses Pseudonym. Ja, da habe ich sehr, sehr lange recherchiert. Also im Internet, den Namen, ich habe so viele Anforderungen an den Namen gestellt. Mhm. Was waren das für Anforderungen? Naja, um nur ein paar Beispiele zu nehmen. Aveline, Avidé, das fließt, das klingt. Also ich wollte einen Namen, der harmonisch ist, der weiblich zu sprechen ist. Und er sollte natürlich einen Bezug zur Erotik haben, noch viele andere Sachen, aber auch deshalb erfüllen. Und Aveline, also kommt ja auch Ava vor drinnen, ja, Eva, Afe, Ava, das waren für mich immer so der Inbegriff erotischer Namen. Und Aveline ist irisch und ich liebe irische Namen und der ist sehr ausgefallen. Also das hat mir alles an den Namen gefallen. Mhm. Ja, ja. Gut. Also da steckt Eva drin, so der klassische Sündenfall. Ja! Na gut. als du seidene Küsse geschrieben hast, wie war das dann? Wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt ja Autoren, die schreiben gerne morgens, es gibt Leute, die schreiben die ganze Nacht und schlafen an den Tag. Also es gibt ja ganz verschiedene Stile sozusagen. Wie muss man sich deinen Tag vorstellen, während du seidene Küsse geschrieben hast? Tja, da war ich eigentlich den ganzen Tag am Laptop gesessen und habe da geschrieben. Also ich habe garantiert 10, 14 Stunden geschrieben und manchmal auch noch mehr. Und der Witz war halt, wenn ich dann nachts ins Bett gegangen bin, ja, immer mit der Geschichte im Kopf, die dann rausging und die Augen aber trotzdem zugefallen sind und dann bin ich aber so nach 3, 4, 5 Stunden peng, war im Bett gestanden, weil mir plötzlich eingefallen ist, Mist, ich hab der ja jetzt die Hose gar nicht ausziehen lassen, bevor der da seine Kette angelegt hat. Also tatsächlich solche praktischen kleinen Details. So praktische Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Mhm. Also so falsche Kleinigkeiten. Ja, ja. Oder mir ist einfach ganz was Tolles, wie es noch weitergehen könnte oder so ein prägnant, ganz toller Satz eingefallen und dann hat es mich so rausgefiebert aus dem Bett, ich hätte da gar nicht mehr liegen bleiben können. Mhm. Also das war sozusagen, ja, du warst so in deiner Geschichte drin, dass du gar nicht anders konntest als schreiben. Ich habe mit meinen Protagonisten gelebt. Das hört sich aber auch noch sehr viel Disziplin an. Bin ich immer wieder selber überrascht gewesen bei mir. Ja, naja, also Gratulation zu diesem Erfolg. Danke. Jetzt nochmal auf das Thema dieser Sendung, die du hier machst. Das soll ja eine Sendung rund ums Thema Buch sein. Ja. Wieso machst du das? Also es gibt doch sicherlich im Fernsehen sehr viele gute Sendungen schon und auch im Internet sicherlich viel Information. Was ist dein Gedanke dahinter? Mhm. Hast natürlich recht. Es gibt wahnsinnig viele Formate. Es gibt fast in jedem Programm gibt's eine Buchsendung, aber halt Buchbesprechungen. Und natürlich jetzt auch wieder ist die Leipziger Buchmesse steht an. Und bei so Messen, da wird dann auch vermehrt was über Bücher gebracht. Aber es werden immer Autoren gebracht oder die Bücher besprochen. Es wird nicht so über den Hintergrund geredet. Ja? Wie schreibt man, wie macht man Spannungsbogen? Oder zum Beispiel im Internet gibt es ja Foren, da könntest du jemanden erschlagen damit, so viele Foren gibt es da, die rund ums Buch, ums Schreiben, um einfach alles, was man sich mir vorstellen kann, von denen handeln die. Aber sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass das in visueller Form näher gebracht wird. Das Schreiben, das Thema Buch, alles drumherum. Und das möchte ich eben bieten. Und in meine Sendungen möchte ich halt Autoren, Weltbestseller-Autoren oder Agenten, Drehbuchschreiber, Verlagsmitarbeiter, Lektoren, ja, was noch. Also einfach wirklich alle. Das ganze Spektrum sozusagen abdecken. Genau. Und auch ganz Fragen stellen, die man sonst vielleicht mal zwar in einem Internetportal findet, aber das halt nicht so in die Tiefe dann geht. Mhm. Und ich möchte zum Beispiel dann eine Agentin fragen, ja, wie tritt man eigentlich an eine Agentin ran? Mhm. Wieso eine Agentin? Wieso nicht lieber einfach zum Verlag gehen? Also so. Also ganz auch sozusagen Wissensinhalt, was dann wiederum auch junge Autoren oder angehende Autoren Ansporn oder wissen sollten. Ja, genau. Das
das sind jetzt schon Fehler machen, bevor sie überhaupt das Schreiben wegschicken. Gut. Ja, das ist ein noble cause, würde man sagen. Ja, das ist, ja, da wünsche ich dir also viel Erfolg dabei. Danke. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Aha. War das auch wieder so eine Eingebung? Wie bist du auf die Idee gekommen? Die Zuschauer werden mich jetzt alle für mal halten, aber es war wirklich eine nächtliche Eingebung. Ich bin wie von der Tarantel gestochen im Bett gesessen, ja, und wow, das gibt's nicht. Im Schlaf bekomme ich es. Naja, und dann habe ich mir gedacht, bei meinem Buch Seidene Küsse war es ja auch so, und das hat mir so viel Glück gebracht, dieses Buch. Und ich habe gedacht, ich höre künftig auf meine Eingebungen, die mir nachts da so zugetragen werden. Ja, ja, und das solltest du auch tun. Gut, ich hab noch ein paar persönliche Fragen. Ja. Nenne uns doch bitte ein Buch, das du gelesen hast und das dir bis heute präsent ist, und sag uns vielleicht wieso. Ja, da musst du gar nicht lange überlegen, da gibt es nur zwei, die mir sofort auf Anhieb einfallen. Also die eine ist eine meiner Lieblingsautorinnen und die hat so viele Bücher geschrieben, da kann ich noch Jahre in diesem Eldorado lesen. Ja. Und die hat eben auch ein Buch geschrieben, von dem mir einfach die Charaktere nicht mehr aus dem Kopf gehen. Also wenn ich, wo ich sogar eine ganze Szene noch im Kopf habe. Und dann natürlich auch noch die Diana Gabaldon mit ihren Highland-Sagas, und da gibt es diesen Jamie im Buch. Mhm. Und ich glaube, jede Frau, die diese Bücher gelesen hat, die wird diese Blätter am liebsten rausreißen, wo der Jamie steht, und wird sich den angeln wollen. Ja, ja. Das ist gut. Also nicht nur in deinen eigenen Geschichten lebst du mit deinen Charakteren auf. Alles andere ist ausgeblendet. Mein Buch und ich. So, und jetzt meine letzte Frage an dich. Ja. Was würdest du einem angehenden Autoren oder jemand, der da sich jetzt berufen zu fühlt, beziehungsweise der vielleicht auch so eine Eingebung hat, was würdest du einer solchen Person raten als Tipp? Also auf keinen Fall beirren lassen und dranbleiben, egal was andere darüber sagen mögen. Gut. Ja, vielleicht sagst du uns noch mal ein bisschen was zu deinen nächsten Sendungen, die ja schon geplant sind. Was steht da so an? Auf was können wir uns freuen? Ja, also nächste Woche habe ich so ein Schleckerli, ich habe hier eine Agentin dann sitzen, und sie ist bekannt in der Branche und sie wird mir Rede und Antwort in meinem Interview stehen. Und dann, da könntest du ganz gespannt drauf sein, weil dann wird ein Bestseller-Autor bei mir auf der Couch sitzen, und der ist auch gerade nominiert für den größten Buchpreis in einem bestimmten Land. Mehr sage ich dazu noch nicht. Ja, das macht es ja sehr spannend. Ja, ich hoffe auch, dass das wieder interessant ist. Ja, da können wir uns ja auf einen Schmankerl freuen, ganz offensichtlich. Genau. Ja, gut. Ich gebe dir mal dein Buch zurück, denn ja, da hast du ja auch noch etwas geplant. Ja, also ich möchte das Buch Seidene Küsse natürlich auch gerne verschenken, und zwar an denjenigen, der mir die 20. E-Mail schickt. Und natürlich ist wieder wie immer der Rechtsweg ausgeschlossen. Ja, und damit ihr auch wisst, wohin ihr die E-Mail schicken müsst, das ist www.abelinabd.com. Abelinabd.com. Aber ich werde sicherlich auch im Nachspann spätestens einblenden. Cool. Und im Buch steht's auch. Gut. Ja, dann haben wir ja viel, worauf wir uns freuen können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, sowohl mit deinem Schreiben als wie auch mit diesem neuen Sendeformat. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich danke dir für dieses Interview. Vielen Dank. Glaubst du?